Jo moin, im heutigen Clash Royale Video gibt es mal wieder ein Hawk Cycle Deck. Firecracker vor allem ist eine Karte, die in den letzten bis zu einem letzten Battle genervt wurde und seitdem relativ wenig gespielt worden ist. Davor wurde extrem viel gespielt, bei einer der besten Karten im Game, sehr sehr nervig, aber sie hat ein kleines Comeback hingelegt. Viele Leute spielen keine Skeleton mehr, weil sie Nerf bekommen und Firecracker ist einfach eine sehr solide Karte. Viel oftmals habt ihr Probleme gegen Barbard. Barbard extrem stark, Firecracker eine sehr sehr solide Antwort gegen Barbard. Weil die Gegner halt meistens nur einen Poison haben. Firecracker kriegt extrem viel Bayo gegen solche Truppen wie Barbar oder auch andere Karten. Unfassbar nervig. Es gibt jetzt dieses Hawk Cycle Deck, wie es wieder zurück ist. Und das Royal Giant Cycle Deck mit der Feuerwehr. Ich möchte dieses Deck spielen heute, weil es mir unfassbar viel Spaß macht. Lasst gerne kostenlos ein Abo da, um keine weiteren Clash Royale Videos zu verpassen. Dieses Deck macht euch 100% besser in Clash Royale. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Welche Decks wollt ihr als nächstes sehen? Und seid heute Abend ab ca. 19.30 Uhr unbedingt im Livestream dabei, weil heute im Livestream versuchen wir Platz 1 der Welt im globalen Turnier zu erreichen. Schalt gerne ein, Twitch-Link ist in der Videobeschreibung, dann würde ich sagen, denkt auch gerne an Creator Code Morten im Shop, unterstützt den Kanal extrem. Alle 7 Tage müsst ihr neu eintragen, denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr euch Angebote sowas holen wollt. Auch Clash of Clans und Brawl ist das gültig. Vielen, vielen Dank an jeden, der es tut, ich würde sagen, wir springen ins erste Game. Let's go. Im ersten Game gegen einen El Pocho. Was ist El Pocho? Was bedeutet das? Ich gehe mit Schweinereiter rein, mal schauen. Okay. Mini-Pair gegen Royal Ghost. Kann man auf jeden Fall machen. 3M, die werden nicht cute. Die werden auf jeden Fall cute. Und dann gibt es gleich einen Firecracker in die rechte Lane. So, Firecracker kommt. Das Gute für uns ist jetzt auch. Dass er keinen Heal-Spirit im Cycle hat. Deswegen konnten wir ganz, ganz gechillt die Scaly Slaying spielen. Ja, was er jetzt macht. Hilfe, 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 10%! Okay. Er hat die King Activation gefailt. Okay, gegen 3M habt ihr eigentlich immer relativ gute Antworten. Natürlich habt ihr keinen großen Spell, aber EQ ist trotzdem relativ solide. Hawk. Sollte trotzdem Hit sein. Ja, Einheit geht auf jeden Fall klar. Okay, wir müssen jetzt hier leider Mini-Packer spielen. Skellies, ganz, ganz wichtig für eure Information. Ihr könnt mit Skellies leider keinen Royal Ghost mehr surrounden. Das heißt, ihr müsst im besten Fall immer was anderes spielen. Kriegen wir jetzt noch einen. Ich dachte vielleicht, dass der Minipair mit einer FP überlebt und zum Beispiel die Bandit noch killen könnte. Leider nicht, trotzdem geht es auf jeden Fall klar. Bats high. Ice Scope dazu. Ice Scope macht jetzt wirklich noch ein bisschen Trip am Turm. Don't underestimate that. Komm, Ice Scope, los. Go, 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 go. Und wir kriegen die Death Damage. Den Death Damage. Sogar noch einen Hit. Besser als nichts, oder? Ich würde sagen, es gibt jetzt einen EQ. Es gibt jetzt hier einen Log. Skellies. Dings, Dings. Okay, ich würde sagen, machen wir jetzt mal so. Hier loggen wir das. Jetzt gibt es hier gleich Skeletons. Gucken wir mal, ob er das bubbelt. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Irgendwas log. Hier okay, sollte auch noch ein Hit am Turm sein, genau der chippt. Wo geht der? Skeletons lieber so platziert, damit wir überhaupt ein bisschen Bayo aus den Skates bekommen. Ich glaube, wir gehen jetzt komplett rein. Wir loggen das. Und wir sollten das Game gewonnen. Gutes Game! Erstes Game gewonnen, war ein relativ gutes Matchup. Und ich sage, wir sehen uns in Game Number 2. Let's go. Was ist im nächsten Game? Wir spielen gegen einen Kollegen, der, glaube ich, Pfeile, Ballon, Tornado, Skarmy, Giant Skeleton spielt. Und ich glaube, er hardcountet uns komplett. Wie wollen wir Ballon defenden mit unserem Deck? Also Ballon ist wirklich ein sehr schweres Matchup. Natürlich, ihr könnt es aber noch gewinnen, aber nicht, wenn er Ballon Tornado hat. Das ist dann relativ unmöglich. Weil wir noch Giant Skelly und Pfeile. Hilfe gegen die Firecrackerin. Die geht jetzt mit Bats noch dahinter, um ihn schnell zu killen. Der feilt das.
Log Predict mal seine Skarni. Er hat schon wieder das Ding zum Cycle. Rank. Minipacker ist so dumm. Oh mein Gott, Minipacker. Was ist los mit dir? Warum bist du so dumm und stirbst? Geh doch einfach nach links. Okay. Log wird gecycelt. Er spielt sein Lumberjack in EU ist wahrscheinlich noch, genau. Soll trotzdem Hit sein. Genau. Okay, Ding sein. Jetzt sollten eigentlich einigermaßen gute Value bekommen. Genau, EU macht jetzt vielleicht noch ein, zwei Hits am Turm. Und wir haben verloren. Alter, was ist das denn für ein Deck? Okay, gegen Ballon. Das Ding ist, ich habe da die Skarmi-Predict. Im Moment, weil der Typ hat noch Skarmi in seinem Deck. Sehr, sehr schwierig. Können wir mit Hawk reingehen oder es immer versuchen. Aber wie schon gesagt, das ist wirklich ein Hardcount. Da können wir auch leider nicht viel tun. Da können wir uns auch wirklich nichts vorwerfen lassen. Das können wir nicht gewinnen. Das gewinnt kein Spieler auf der Welt gegen diesen Typen. Weil der Typ ist auch noch ein One-Trick mit seinem Deck. Schade. Aber gegen solche Decks spielt ihr normalerweise eher weniger. Also natürlich, ihr spielt manchmal gegen random Ballon-Decks, aber nicht gegen Ballon-Pfeile und so. Hoffentlich, hoffe ich nämlich zumindest für euch. Das war jetzt nochmal ein starker Firecracker von uns. Aber der macht jetzt nicht cool. Auch nicht mehr fett. GG, und dann würde ich sagen, Jungs, wir geben kurz auf und wir springen auf direkt ins nächste Game. Bis gleich. Heute nächstes Game gegen Zaza. Viel Glück. Viel Glück an Zaza. Wie du ganz sagst, mal schauen, was er kann. Bats laggen ein bisschen, okay. Oh, hoffentlich spielt er Typ X-Bogen. Okay, Megaminions komisch. Bombenturm, Megaminions geht. Könnte ein Graveyard-Cycle-Deck sein. Als andere kann ich mir nicht vorstellen. Also, was es sonst sein könnte, meine ich. Okay, Weird Champ. Vielleicht gemäßlich oder so. Sieht nach Graveyard aus. Graveyard allgemein nicht so einfach. Weil wir nicht die beste Antwort gegen Graveyard haben. Ich denke, es geht, wir können es gewinnen. Er spielt genau das Deck, was ich gestern, glaube ich, gespielt habe. Aber Bombenturm manchmal war. Barb ist auf jeden Fall besser, weil EQ da mehr Value bekommt. Also für uns zumindest. Können die Bats. Oh mein Gott, die Bats. Sehr, sehr gut. Und er hat nur einen Snowball und kein Barbell. Das wird so viel Firecracker Value, auch wenn der King jetzt an ist. Jetzt hier mit Schweinereiter wieder rein, weil wir ihn auch cycelt haben. Jetzt könnte natürlich ein Snowball kommen, der relativ solid ist, aber trotzdem. Trotzdem wird das ein Hit. Wir haben sogar zwei. Oh mein Gott, und was ein Hit, let's go. Es gibt einmal einen Firecracker, den könnt ihr gerne poisonen. Ist ein positiver Elixir Trade. Nehme ich sehr, sehr gerne mit, das Megamin wird sterben. Sehr, sehr gut, okay. Ich habe das Deck gestern in der CL gespielt, aber. Also jetzt wisst ihr auch, wann ich aufnehme. Nämlich einen Tag. Also genau, wenn ihr werdet das Video sehen in. Ich nehme es gerade um 12.13 Uhr auf, wir werden es um 14 Uhr sehen. Ja. Das Deck habe ich gestern CL gespielt mit Barpal anstatt Baumturm. In dem Matchup sollte er froh sein, dass er die Barpal, dass er den Baumturm, weil Baumturm deutlich besser ist in dem Matchup, weil halt zu viel Value bekommt. Die EQ wird viel zu viel Value bekommen, EQ so gut gegen Barpal und Baumturm ist halt relativ solide, weil selbst wenn ihr einen Baumturm EQt, kriegt ihr trotzdem. Er killt trotzdem Hawk, okay. Oh mein Gott. Okay, kurz genießt, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass eure Ohren nicht zu sehr genudelt wurden in dem Moment. Jetzt Zeit wieder reinzugehen. Er hat halt wirklich keinen Barbell, so. Das ist in dem Matchup schon fatal. Sagen, das loggen wir. Hier sind zwei Hits, hat er aufgegeben. Also zumindest, er kann halt kein Grave spielen. Firecracker kriegt viel zu viel Value. Würde ich sagen, wir loggen den Turm. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Gutes Spiel, richtig, richtig geiles Game. Und ich sage, ein weiteres Game machen wir noch. Bis gleich. Leute, im letzten Game für heute. Jetzt sind wir im letzten Game für heute. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es tut mir auf jeden Fall leid. Mein Commentary heute ist komplett washed. Also, tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, ihr enjoyt trotzdem die Episode. Würde mich auf jeden Fall freuen, Jungs. Das Deck macht extrem viel Spaß zu spielen.
Ich würde nicht sagen allgemein, dass es das beste Deck allgemein in Clash Royale zurzeit ist, aber ich freue mich, dass die Firecrackerin zurück ist. Ich mag es, sie zu spielen, ich liebe es, sie zu spielen. Gegen sie zu spielen ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber sie selbst zu spielen macht mir extrem viel Spaß. Und es sieht so aus, als ob wir gegen das klassische Royal Giant Deck spielen mit Scalings. Okay, interesting. Zeit für den Hawk. Mit der Firecrackerin. Hier soll trotzdem jetzt sein. Ice Golem rein. Hier geht auf jeden Fall klar. Hier, das war jetzt unnötig, Firecrackerin. Wenn du ihn nicht schießt, dann musst du dir auch nicht dahin bewegen kommen. Aber ein Hit von der Firecrackerin hätte er Log oder Bubbeln sollen. Okay.└//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